Name ist Ivan Bobejko. Ich bin in der Ukraine in Odessa geboren und seit 2,5 Jahren lebe ich in Deutschland. Meine Familie spürt den Klimawandel in der Ukraine jedes Jahr mehr. Die Dürren in den südlichen Gebieten nehmen zu. Extreme Temperaturen im Sommer und warme Winter ohne Schnee sind schon für uns ein Alltag geworden. Die Landwirtschaft leidet besonders stark darunter. Mein Opa und mein Onkel sind Landwirte. Und wegen der großen Trockenheit in diesem Jahr ist der Großteil ihres Getreides leider vertrocknet. Außerdem überleben viel mehr Schädlinge wegen der steigenden Temperatur im Winter und die mit Insektiziden bekämpft werden. Alleine können wir nicht gegen den Klimawandel ankommen. Alle Länder mitmachen müssen. Deutschland sollte dabei eine Vorreiterrolle einnehmen und den Ausbau sowie die Technologie der erneuerbaren Energie und der Energiewende vorantreiben. Nur dann, wenn wir gemeinsam konsequent und hartnäckig sind, schaffen wir es, den Klimawandel zu bewältigen.